Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Cookies, zu einem neuen Video. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, was macht Anni auf Amazon? Ja, dass ich Amazon-süchtig bin, ist ja eh schon bekanntlich. Aber Jens hat mich auf eine unglaublich gute Idee gebracht. Und zwar, ihr wisst doch, dass die liebe Baby einen Song veröffentlicht hat. Ich konnte mir höchstens 10 Sekunden anhören. Da wäre ich am liebsten kotzend aus dem Raum gesprungen. Es soll jetzt kein Hate sein oder so, sondern ich kann mich mit dem Lied so irgendwie gar nicht identifizieren. Es ist überhaupt nicht mein Geschmack. Aber Jens meinte zu mir, hey, wie wär's, wenn du mal eine Try Not To Love Challenge machen würdest? Weil wir gestern Abend uns die Kommentare mal angeguckt haben auf Amazon von ihrem Lied. Naja. Und die waren so unglaublich witzig. In manchen Momenten dachte ich nur, wow, es ist irre gut. Deswegen zeige ich euch jetzt heute mal die Kommentare und es ist unglaublich witzig. Es dreht sich um die gute Bibi H. aka Bibis Beauty Palace mit ihrem Song How It Is Wap Bap. Wer hätte es gedacht? Sie ist ja gerade in aller Munde. Deswegen gehen wir jetzt mal in die Kommentarsektion. Oh wow. 5 positive Bewertungen und 100 schlechte. Das kann ja nur ein Spaß werden. Ich suche mir jetzt mal spontan. Ach so, ja, es muss ja ein negativer Kommentar sein. Okay. Das Bild hier unten ist übrigens schon mal super. Warum versucht sie zu singen? Selbst mit Autotune klingt das Lied einfach nur schrecklich und ihre Stimme ist unglaublich unemotional. Wer das kauft, ist selbst schuld. Ja. Ist nett. Nein! Einfach nein! Nein, 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 nein! Dann lieber Schlager. Die 5 Euro gebe ich ja sogar lieber für diese Sir Race WCs an Raststätten aus. Und das will was heißen. Also, die Kommentare sind echt klasse. Muss man schon mal sagen. Ich habe mit Jens vorher Kommentare gefunden, die waren unglaublich witzig. Produktdefekt! Leider muss ich sagen, dass dieses Produkt defekt ist. Als ich es abgespielt habe, kamen nur seltsame Töne. Es hat sich ungefähr so angehört. Wap, 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 wap. Oh Gott. Okay, ich habe eigentlich schon verloren, aber ich muss euch noch ein paar Kommentare zeigen, weil die sind echt klasse. Okay, das ist super. Nachbar findet es klasse. Ich habe das Lied zu Hause angehört und plötzlich haben die Nachbarn einen Stein durch mein Fenster geworfen. Wahrscheinlich, um das Lied besser zu hören. Die sollen sich ihre eigene CD kaufen. Die Sticker habe ich mir übers Bett geklebt, um morgens schnell vom Bett wegzukommen. Das funktioniert bestimmt voll gut. Oh Gott. Okay, also wir machen noch 2 bis 3 Kommentare. Darf ich mir das Leben nehmen? Und das Lied ist so garstig schlecht. Selbst wenn ich mir eine Flöte einführen würde und den Darmdampf durch die Röhre furzen würde, klinge das um Längen besser. Oh Gott, das ist super. Ich habe heute Morgen einen Kommentar gesehen, den möchte ich euch einfach nicht vorenthalten. Ich weiß, ich habe schon lange verloren, aber dieser Kommentar ist das Beste, was ich seit langem und so eine Amazon-Rezension gelesen habe. Hier. Ich kann es euch einfach nicht vorenthalten. Schreckliches Lied. Habe seit 9/11 nichts Schlimmeres mehr gehört. Ich verstehe nicht, wie man dafür eine positive Bewertung abgeben kann. Der Verfassungsschutz hatte bestimmt schon alle im Visier. Das ist so gut. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wenn euch das nicht gefällt oder nicht zusagt, müsst ihr euch das Lied weder kaufen noch anhören. Mein Geschmack trifft es auch nicht. Ich denke, das ist eher so für ihr jüngeres Publikum gedacht. Aber für dieses Lied, beziehungsweise für die CD, 4,99 € zu verlangen, ist eine übertriebene Frechheit. Du konntest dir das Lied vorher nicht anhören, also hast du es im Prinzip blind gekauft. Sie hat die Leute getäuscht damit. Und ich meine, ich habe dir mal von diesem Typen, der dieses Lied geschrieben hat, noch was anderes angehört. Und zwar hat er einen Pizzasong gemacht. Es ist ein Kinderlied. Und Alexi Bexi hat dieses Lied auf Deutsch übersetzt. Und ich habe noch nie, um Gottes Willen, noch nie einen beschisseneren Text gehört als diesen dünnen Pfiff von Bibi.
Sorry, no hate, aber... Wie kann sie sowas verkaufen? Das ist einfach für mich eine Frechheit. Tut mir echt leid, muss ich so sagen. Hallo, kleine Aufnahme aus dem Off. Und zwar hatte ich das, was ich jetzt sagen werde, schon mal aufgenommen, war aber komplett unzufrieden mit der Webcam-Qualität, weil ich da irgendwas falsch eingestellt hatte. Und ich wollte nicht irgendwie komplett unzufrieden damit sein. Deswegen sage ich es hier jetzt nochmal. Und zwar bin ich am 20. Mai wieder auf dem Japan-Tag in Düsseldorf, so wie letztes Jahr. Falls ihr mich sehen solltet, dürft ihr mich anspringen, mit mir Fotos machen, mich umarmen, was ihr möchtet. Aber bitte schmeißt mich nicht um. Ich bin dort mit einigen Twitter-Menschen unterwegs. Deswegen, falls ihr mich sehen solltet, ihr dürft mir auf die Schulter tapsen oder Anni schreien. Alles gut. Dann möchte ich noch ein ganz, ganz kurzes Danke an die liebe Aki sagen. Und zwar hat die mir gestern die Haare gefärbt und ich finde, die sind unglaublich super geworden. Danke sehr schön an dich. Und wenn alles funktionieren sollte, kommt nächste Woche ein kleines Konzertvideo wieder. Und zwar diesmal vom Future-Konzert in Stuttgart. Ich kann aber noch nicht versprechen, ob das so funktioniert. Danach wird es erstmal, glaube ich, zwei bis drei Wochen kein Video geben, da ich dann im Urlaub bin. Wie gesagt, schon Düsseldorf auf dem Japan-Tag und dann bei Jenny. Aber danach geht's wieder weiter, weil danach habe ich mehr als genug Videomaterial und ich will nicht irgendwas dahin klatschen, wo ich nicht zufrieden bin. Deswegen kam auch die letzten Wochen eher so unregelmäßig was, weil ich sollte schon zufrieden sein mit dem, was ich tue. Das mit dem Bibi war jetzt ein Ausnahmevideo. Was ich jetzt aber noch empfehlen kann, sind die Parodien von Alexi Bexi, Maltimativ und Marty Fischer. Die sind ziemlich gut geworden. Also ich verlinke euch das mal unten in der Infobox, weil ich das einfach unglaublich witzig finde. Also bis dann, meine lieben Cookies, und ciao!